Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Accounts mit privilegierten Rechten, SSH-Schlüsseln und SSL-Zertifikate sicher verwalten. Mein Name ist Michaela Hall und ich darf heute mit meinem Kollegen, dem Boris, dieses Webinar machen. Ich hoffe, Sie können uns hören. Vielleicht kann gerade mal jemand kurz bestätigen, dass Sie uns auch hören können. Ja, kurz zu meinem Kollegen, Boris Slavik. Hallo. Genau, Boris ist bei uns Software Consultant und kümmert sich um die Active Directory Produkte, um die Security Lösungen und vor allem auch um die Helpdesk Lösungen von Manage Engine. Und berät unsere Kunden, macht Produktvorstellungen und auch Trainings und Workshops beim Kunden vor Ort. Bevor wir jetzt gleich darauf eingehen, was du uns heute erzählst, möchte ich die Gelegenheit nutzen und noch mal kurz Werbung machen in eigener Sache, beziehungsweise noch gibt es Plätze. Wir haben im April ein Seminar zur Datenschutzgrundverordnung und IT-Security. Das machen wir mittlerweile zum vierten Mal. Es ist am 17. April in München, am 18. in Köln und 19. in Berlin. Es ist ein Halbtagesseminar und es geht darum, einfach ein paar Themen mal. Das Auditing zur Verfolgung aller Objektänderungen und Ressourcenzugriffe, wie Sie das einrichten können, welche Lösungen es gibt für die Identifikation und Meldung von Verstößen, wie Sie ein Auditing für Windows-Geräte richtig konfigurieren, wie Sie Korrelationen nutzen können, um Anomalien und Angriffe besser zu erkennen, ja, und wie Sie in Echtzeit über Änderungen an Gruppenrichtlinien informiert werden können. Ja, und auch noch ein Thema, Angriffe auf Microsoft-Authentifizierungsprotokolle reduzieren und eliminieren. Das ist eine kleine Auswahl. Das macht der Microsoft MVP, Most Valuable Professional, Derek Melber. Er ist eben zertifiziert fürs Active Directory und Gruppenrichtlinien, macht es schon seit über 15 Jahren und ist weltweit tätig. Ja, aber unser Thema heute ist ein anderes. Es geht um privilegiertes Passwortmanagement. Unsere Themen, wie können Sie Passwörter, also Super-User-Passwörter, privilegierte Passwörter an autorisierte Personen sicher delegieren? Wie können Sie die Einhaltung von Passwortrichtlinien, vor allem auch im Sinne der DSGVO, überprüfen? Wie können Sie Passwortänderungen für Zugriffe auf unternehmenskritische IT-Systeme automatisieren? Ganz wichtiger Punkt. Ja, und vor allem, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, der administrative Rechte hat, dann muss man auch sicher sein, dass er keine Zugriffe mehr hat. Und wir zeigen Ihnen, beziehungsweise Boris zeigt, wie Sie das sicher durchführen können. Ja, welche weiteren Absicherungsmechanismen, Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung und Zugriffskontrollen es noch gibt. Weiter zeigt Ihnen Boris, wie Sie den Zugang zu privilegierten Konten auditieren können, wie Sie bei kritischen Aktivitäten in Echtzeit alarmiert werden, wie Sie Auswertung machen können. Und dann gehen wir noch darauf ein, wie Sie SSH-Schlüssel und SSL-Zertifikate in Ihrem Netzwerk identifizieren und konsolidieren können und wie Sie diese kontinuierlich auf Gültigkeit überprüfen. Ja, Boris. Lange Vorrede, nee, kurze Vorrede. Überhandlung, wirklich kurz. Aber nicht ja, so. Ich würde jetzt sagen, ich gebe jetzt mal an dich weiter. So, wir werden jetzt gleich mal den Bildschirm übertragen von Boris. So, Boris. Bildschirm übertragen wieder mich. Und da bin ich. Bin ich online? Ja, wir können super. Sehen. Ja, nochmal ein Hallo von mir. Ich werde Sie heute durch den Passwortmanager führen. Und fangen wir gleich an. Ich klicke mir hier das Fenster noch kurz klein. Ja, wie alle Manage Engine Produkte ist der Passwortmanager webbasiert, rein webbasiert. Das heißt, was wir benötigen, um ihn in Betrieb zu nehmen, ist eine Installation auf einem Server. Sie benötigen die Lizenzen, da gehen wir gleich drauf ein, und einen beliebigen Browser, mit dem Sie entsprechend das Produkt ansprechen. Fangen wir an der Liste. In der Liste auch gleich an, die Michaela gerade hier vorgestellt hat, Passwörter an autorisierte Personen sicher delegieren können. Es gibt hier zwei Schienen, auf denen Sie fahren, wenn Sie Berechtigungen für Ihre Kennungen, für Ihre Ressourcen einrichten. Die eine Schiene ist das Rollenkonzept, das hinter dem Passwortmanager steckt. Sie sehen hier die Standardrollen des Passwortmanagers. Ich werde kurz darauf eingehen, das ist sehr, sehr wichtig für das Verständnis
vom Passwortmanager und wie er funktioniert. Wir haben einmal den Kennwortbenutzer. Das ist eine Person in Ihrem Unternehmen, die Kennwörter einmal für sich selber verwalten soll. Dazu steht der Person ein persönlicher Bereich zur Verfügung. Dieser persönliche Bereich ist nur für den Kennwortbenutzer einsehbar. Keine andere Person im System hat auf diesen Bereich Zugriff, auch kein Superadministrator. Zusätzlich dazu kann der Kennwortbenutzer Kennwörter, Kennungen und Ressourcen verwenden und einsehen, die von Kennwortadministratoren für ihn freigegeben worden sind. Das ist das grundsätzliche Prinzip. Um eine Ressource und deren Kennungen verwenden zu können, müssen diese für andere Personen freigegeben werden. Denn wenn ich eine Ressource als Kennwortadministrator einrichte, bin ich A, erstmal der Besitzer und B, der Einzige, der darauf Zugriff hat. Die nächste Rolle ist der Kennwortauditor. Der Kennwortauditor ist ebenfalls ein Kennwortbenutzer, der zusätzlich allerdings Zugriff auf den Auditbereich, im Deutschen den Überwachungsbereich hat. Im Auditbereich, das sehen wir uns nachher auch noch mal kurz an, ist der Logbereich, also dort werden die Ereignisse festgehalten, die durch die Aktivitäten im Passwortmanager ausgelöst werden, also Kennwortänderungen, Ressourcen, Zugriff und so weiter und so weiter. Wie gesagt, das gucken wir uns gleich an. Die nächste Rolle, und hier wird es dann tatsächlich wirklich interessant, ist der Kennwortadministrator. Der Kennwortadministrator hat natürlich auch einen persönlichen Bereich, ist aber eine Person, die Ressourcen im Passwortmanager einrichten kann und zu den Ressourcen Kennungen anlegen kann. Darüber hinaus ist er befähigt, seine Ressourcen an andere Personen freizugeben und damit den Zugriff auf die Kennungen zu gestatten. Und schließlich haben wir den Administrator. Der Administrator kann das gleiche wie der Kennwortadministrator. Eine kleine Einschränkung gibt es da, die ist ja richtig. Zusätzlich dazu kann er das System konfigurieren. Kleine Bemerkung dazu, der Kennwortadministrator hat keinen Zugriff auf die Überwachung. Der Administrator aber schon. Das wird unter Umständen wichtig an den Punkten, wo es darum geht zu entscheiden, wer darf tatsächlich einsehen in bis ins letzte Detail, was die Anwender des Systems im Passwortmanager tatsächlich gemacht haben. Es gibt noch einen Superadministrator, das ist die Rolle im Passwortmanager, die unabhängig davon, ob Ressourcen freigegeben worden sind für ihn oder nicht, alle Ressourcen tatsächlich im Zugriff hat. Das heißt, eine solche Rolle sollte mit Bedacht vergeben werden, am besten mit einem sehr komplexen Passwort, das Sie irgendwo in einen Safe wegsperren, wo Sie dann die Kennung entsprechend rausholen, wenn wirklich Feuer unterm Dach ist. Seit ungefähr einem Viertel oder einem halben Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau, gibt es noch die Möglichkeit, weitere eigene Rollen zu bauen. Das kann sehr zweckmäßig sein, wenn Sie die Berechtigungen nochmal weiter einschränken können, dass also bestimmte Personen einfach nicht über die volle Kompetenz verfügen soll, wie sich zum Beispiel ein Kennwortadministrator hat. Das heißt, Sie können die hier entsprechend zuschneiden. Wenn Sie eine Berechtigung vergeben, die einen solchen Zauberstab hat, dann wird das eine administrative Rolle und damit sind wir auch schon bei der Lizenzierung vom Produkt. Sie benötigen eine Lizenz für jede Person, die einer administrativen Rolle zugeordnet worden ist. Das heißt also eine Rolle, die Sie gebaut haben mit administrativen Rechten oder ein Kennwortadministrator oder ein Administrator. Für diese Rollen benötigen Sie eine Lizenz für den Anwender, der dieser Rolle zugewiesen worden ist. Kennwortauditor und Kennwortbenutzer können ohne Lizenz ins System rein. So, das ist also die eine Schiene. Die andere Schiene, mit der Sie Berechtigungen verwalten können, einrichten können, ist das Freigabeschema, das ich erwähnt habe. Sie können also, ich gehe mal einfach in eine Ressource hinein. Eine Ressource ist ein Container, der Kennungen enthält. Wenn ich also jetzt hier draufklicke, dann habe ich hier die lokalen Konten oder Konten, mit denen ich diese Ressource bedienen kann, hier hinterlegt. Einmal mit der Kennung und einmal mit dem Passwort dazu.
Das kann ich hier also doch klicken, einfach sichtbar machen. Ich kann es in die Zwischenablage kopieren und kann somit das Passwort verwenden. Möglich ist es auch noch, zum Beispiel, wenn es sich um Webaccounts handelt, wenn ich ein Add-on hier mir runterlade, das es kostenfrei gibt, kann ich über diesen Passwortmanager, über das Add-on auch ins System hineingehen und dann über Direktverbindung mich auf eine solche, zum Beispiel Webressource hier verbinden. So. Ich kann jetzt also hier bestimmen, dass jemand Zugriff auf die Ressource und damit auf die darunterliegenden Konten Zugriff hat, indem ich diese Ressource teile. Ich kann das mit Nutzern teilen, ich kann das mit Nutzergruppen teilen. Idealerweise werde ich das Ziel anstreben, mit Nutzergruppen zu teilen. Der Grund ist relativ einfach, wie auch in einem Microsoft File Share. Da werde ich natürlich mit hohem administrativen Aufwand begrüßt, wenn ich hier tatsächlich für je Person und je Datei eine Freigabe und Berechtigung einrichte. Da ist es natürlich sehr viel komfortabler, mit Gruppen zu arbeiten. Denn da muss ich mir nur noch um die Gruppenzugehörigkeiten Gedanken machen. Das sieht dann eben so aus, dass ich hier die Benutzergruppen habe, die ich auf diese Ressource speziell zulassen möchte. Und hier gebe ich die Berechtigung. Es gibt drei Stufen. Kennwörter anzeigen, also Leserecht, Kennwörter ändern, Schreibrecht, Vollzugriff. Da kann ich dann auch tatsächlich hier Accounts löschen und auch einfügen. Auf diese Weise kann ich also diese Kennwörter für andere zugänglich machen. Und ich kann meine Ressourcen auch wiederum in Ressourcengruppen aufteilen. Und damit habe ich das Ganze natürlich dann perfektioniert. Ich kann dann hier auf eine Member-Server-Gruppe hier mit Nutzergruppen teilen. Und auch das hier wieder mit drei Berechtigungsstufen. Das heißt, alle Personen, die Mitglied einer bestimmten Gruppe sind, haben dann Zugriff einer bestimmten Art dieser Ressourcengruppe. Also, ich habe einmal das Rollensystem, das bestimmt, welche Aktionen ich per se überhaupt durchführen kann, besonders fein ausgeregelt, wenn ich mir eigene Rollen baue. Und dann habe ich noch eine Strukturierung der Berechtigungen, durchaus ähnlich, aber nicht identisch, da muss man dann nochmal ein bisschen ein Auge drauf haben, einem Filesystem in Windows, wo ich dann sagen kann, wer darf wo was, speziell auf die Ressourcen bezogen. Das dazu. Jetzt haben wir hier das Thema Passwortrichtlinien. Ich habe die Möglichkeit, im Passwortmanager Passwortrichtlinien durchzusetzen und zu definieren. Das sind die vier im Default, aber ich kann auch eigene Richtlinien hinzufügen. Und hier habe ich wirklich sehr, sehr detaillierte Einstellmöglichkeiten. Natürlich Mindestkennwortlänge, maximale Kennwortlänge. Ich kann Groß- und Kleinschreibung erzwingen. Ich kann die Anzahl der Groß- und Kleinbuchstaben bestimmen. Ich kann Ziffern, die Verwendung von Ziffern erzwingen, die Anzahl derjenigen. Ich kann Sonderzeichen erzwingen. Ich kann die Anzahl entsprechend einstellen. Ich kann nicht erlaubte Zeichen hier eintragen, um Lesefehler zu vermeiden, also 0 und O zum Beispiel. Maximale Kennwortalter und Kennwort-Aging kann ich an der Stelle einstellen. Und auf diese Weise, das kann ich dann bei den Ressourcen und Ressourcengruppen entsprechend hinterlegen, kann ich schon bei der Ressourcenerstellung erzwingen, dass eine bestimmte Kennwortrichtlinie innerhalb einer bestimmten Ressourcengruppe eingehalten wird. Anmerkung am Rande. Wenn Sie, das setzt natürlich nicht die Kennwortrichtlinien zum Beispiel eines Windows-Servers außer Kraft. Wenn Sie also hier im Passwortmanager Kennwortrichtlinien verwenden, dann sollten diese strenger sein, als Sie sie in Ihrem Windows-Netzwerk haben. Denn wenn Sie hier lascher sind, dann wird das Ganze natürlich mit einer Fehlermeldung fehlschlagen. Also strenger sein ist an der Stelle immer besser. Und nachdem ich das eben bei den Ressourcen und Ressourcengruppen hinterlegen kann, wird damit auch schon bestimmt, wie ich mit meinen Passwörtern bei der Anlage umzugehen habe. Und das Ganze setzt sich dann durch bis hin zum Account. Gehen wir zurück zu den Ressourcen hier an der Stelle. Und damit sind wir bei Passwortänderungen. Wenn Sie Kennwortrichtlinien, Sicherheitsrichtlinien bei sich im Hause gültig haben, dann ist da bestimmt auch irgendwo ein Passus, dass Kennwörter in bestimmten regelmäßigen Abständen
zurückgesetzt werden müssen. Das geht hier entsprechend auch. Zum einen können Sie natürlich die Kennwörter einer Ressource und dessen Account hier zurücksetzen. Sie können es einmal ändern und Sie können es übrigens auch überprüfen, ob es passwortkonform ist, wenn hier diese Durchsetzung nicht erzwungen wird. Also Sie können das an dieser Stelle hier entsprechend machen. Sie können das für Ressourcengruppen durchführen. Hier Kennwort-Zurücksetzung durchführen. Das heißt, Sie können ad hoc Kennwort-Zurücksetzungen erzwingen. Dann werden alle Gruppenmitglieder und alle Accounts entsprechend behandelt und alle Accounts hier in dieser Gruppe bekommen ein neues Passwort. Und besonders komfortabel ist die Möglichkeit im Passwortmanager, die Kennwörter automatisch zurückzusetzen. Ich nehme mal hier einfach hier diesen Punkt raus. Also an den Gruppen kann ich eine regelmäßige Kennwortrücksetzung erzwingen. Und zwar kann ich das mit verschiedenen Einstellungen machen. Ich kann zum Beispiel definieren, dass vor einer Kennwortrücksetzung bestimmte Personen informiert werden. Ich kann die Art der Kennwortrücksetzung bestimmen. Am besten, ich verwende hier das eindeutige Konto für jedes Kennwort für jedes Konto erzeugen. Das heißt, jedes Konto erhält ein eigenes neues Passwort. Die anderen beiden sind vielleicht nice to have für jemanden, der etwas bequemer haben möchte. Kann ich aber nur abraten. Das ist sicherheitstechnisch natürlich Quatsch. Und dann habe ich hier die Periode, die ich einstellen kann, wann das Passwort zurückgesetzt wird. Also typischerweise findet man das vor 90 Tage. Wenn Sie eine sehr kritische Gruppe zum Beispiel haben, können wir das natürlich auch entsprechend verkürzen. Und schließlich im letzten Schritt, ja, alles klar, ja, da ist er penibel, ist aber auch gut so. Nächste. Und ich kann nach Kennwortrücksetzung wieder bestimmte Personen informieren, damit die sich einen Überblick verschaffen können, mit welchem Erfolg diese Rücksetzung durchgeführt worden ist. Und somit habe ich besonders harten Richtlinien Genüge getan, indem ich das automatisieren kann. Bei Hunderten von Ressourcen wird es beliebig mühsam, hier bei jeder Ressource alle lokalen Accounts oder eingetragenen Accounts, deren Passwörter zurückzusetzen. Und Sie haben das hier vielleicht auch schon gesehen oder ahnen das schon. Das ist nicht einfach eine Passwortrücksetzung, die ich jetzt hier im System eintrage. Nein, der Passwortmanager hat die Möglichkeit, direkt auf die Ressourcen durchzugreifen, um dort tatsächlich die Kennwörter zu behandeln. Ein sehr kritischer Fall in einem Unternehmen, da muss ich jetzt hier in die Nutzer gehen. Was machen Sie jetzt eigentlich, wenn einer Ihrer Admins, der viele Zugriffe auf viele Ressourcen und auf viele Accounts hat, geht? Eigentlich möchte man ja die Kennwörter zurücksetzen. Grund liegt klar auf der Hand. Wenn er vielleicht noch nicht, wenn er noch eine gewisse Zeit lang im Unternehmen ist, möchten Sie sicherstellen, dass er auf diese Ressourcen halt nicht mehr zugreift, sondern sich halt mit anderen Dingen beschäftigt. Unter Umständen ist der Austritt aber tatsächlich sogar kritisch und Sie müssen sofort aktiv werden. Und dann können Sie natürlich, wenn Sie ein solches Tool nicht haben, in Schwierigkeiten geraten, denn ob Sie den Überblick haben, auf welche Ressourcen der oder diejenige tatsächlich haben, könnte sich etwas schwierig gestalten. Mit dem Passwortmanager ist das beliebig einfach. Ich kann jetzt hergehen, wen nehme ich denn da? Ach, nehme ich noch meinen Chef, Alexander Philips. Das Erste, was Sie natürlich tun sollten, ist, den Nutzer zu sperren. Ich mache das jetzt mal nicht, denn immerhin ist er ja mein Chef. Und als Nächstes haben Sie zwei Möglichkeiten. Wenn es dramatisch wird, können Sie diese Option wählen, von diesem Nutzer aufgerufene Passwörter sofort zurücksetzen. Das heißt, alles, was, worauf der Benutzer berechtigt war oder ist, worauf er Zugriff hatte, können Sie mit einem Schlag resetten. Wenn Sie es weniger drastisch haben wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, also aktiv sollten Sie natürlich werden, aber vielleicht sofort und so. Sie haben noch die Möglichkeit, sich anzusehen mit einem ganz einfachen Ad-Hoc-Bericht am User selber, worauf der Zugriff hatte. Jetzt hat der wenig Zugriff, jetzt nämlich den Slavik, der bleibt zwar im Unternehmen, aber schauen wir uns mal an, was der Slavik alles kann. Das ist ein Ad-Hoc-Bericht.
mit der entsprechenden Übersicht, welche Ressourcenarten er hat. Dann können Sie sich ansehen, in welchen Benutzergruppen der Kollege war und auf welche Ressourcen und Kennwörter er Zugriff hatte. Ne? Der Slavik, da wird sich tatsächlich mal was lohnen, das zurückzusetzen, auf welche Ressourcengruppen er Zugriff hat und welcher Art der Zugriff ist. Also was hat er besessen, welche Gruppe kann er verwalten, modifizieren oder einfach nur auslesen. Der Slavik ist auch hier ziemlich dick im Geschäft. Und ja, noch ein paar weitere Informationen an der Stelle, Zugriffskontrolle, da kommen wir auch gleich noch drauf. Also auf diese Weise können Sie sich A, einen schnellen Überblick verschaffen, worauf eine Person Zugriff hat. Und Sie können einmal gemächlich die Sache angehen und die Kennwörter Stück für Stück und Gruppen zurücksetzen. Oder aber, wenn es eilig sein sollte, hier auf einen Schlag das Ganze bewältigen. Jetzt haben wir noch weitere Absicherungsmaßnahmen. Wir haben über die Rollen gelernt, wir haben über die Gruppen und Freigaben etwas gehört. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Ihr System abzusichern. Zum Beispiel die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Michaela genannt hat. Gut, bei mir kann ich es wieder nicht. Dann nehme ich mal wieder meinen Chef. Ich kann für bestimmte Benutzer eine zweistufige Authentifizierung auswählen, die ich im System natürlich im Admin-Bereich erstmal aktivieren muss. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Zweistufige Authentifizierung. Diese Möglichkeiten habe ich. Einfachste wird sein, die per E-Mail zu wählen. Sollten Sie eine andere haben wollen, müssen Sie die selbst in Ihrem Netz zur Verfügung stellen. Passwortmanager kann das bewältigen, stellt aber eine solche Authentifizierungsmethode selbst nicht zur Verfügung. Das wäre die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sie haben noch eine weitere Möglichkeit, es gibt noch verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Ressourcen absichern können, aber eine, die ich immer sehr gerne zeige, ist, ich wollte nicht exportieren, das ist die Zugriffskontrolle. Wenn Sie also eine Ressource haben, die wirklich sicher sein soll, dann können Sie die nochmal durch einen Freigabeprozess absichern. Also wir haben hier die Genehmiger, die Sie einstellen können und hier eintragen können. Sie können Nutzer aus diesem Prozess ausschließen, also zum Beispiel irgendwelche Superadministratoren oder VIP-Benutzer, die Sie vielleicht in Ihrem Netzwerk haben. Und dann sind wir hier bei den diversen Einstellungen. Das klingt für meinen Geschmack ein bisschen lapidar, aber da steckt eigentlich tatsächlich der Bums dahinter. Sie können die Genehmigung so einstellen, dass nicht nur ein Admin das freigeben darf, also diesen Antrag freigeben darf. Sie können einstellen, dass ein Nutzer den Grund dafür für die Passwortnutzung hinterlegen muss. Sie können Erinnerungsmails verschicken und gehen wir gleich darunter. Sie können bestimmen, wie lange ein solcher Kennwortzugriff gültig sein darf, also wie lange ein solches Passwort verwendet werden darf. Und dann können Sie bestimmen, und das ist vielleicht sogar der entscheidendste Haken, nach einer Nutzung oder nach Ablauf dieser eingestellten Periode wird automatisch das Kennwort zurückgesetzt. Wie das aussieht, ist folgendermaßen, wir waren ja kurz in diesen Ressourcen drin. Das ist der Punkt. Hier kann ich klicken, um das Passwort kenntlich zu machen. Die Option besteht in ähnlicher Weise für eine so abgesicherte Ressource immer noch. Aber wenn ich hier dann draufklicke, erscheint ein Text. Danke für Ihre Anfrage in etwa. Warten Sie auf die Freigabe. Sobald die Freigabe durch einen Admin erteilt worden ist oder durch mehrere, wie Sie es definiert haben, wird das hier ein grüner Bereich und dann können Sie es auslesen. Wenn Sie schneller fertig sind, können Sie hier dieses Passwort zurückgeben. Spätestens aber nach Ablauf der eingestellten Periode wird das Passwort zurückgesetzt. Das heißt, der Vorteil dabei ist, ein User hat ein Passwort, die Kenntnis von einem Passwort erhalten. Wenn er es benutzt hat, nützt ihm das aber nicht mehr. Er kann nicht mehr zurückkommen oder hier an den Gerätschaften selber das Kennwort weiterverwenden, denn das ist nicht mehr das, was er in den Griff bekommen hat. Vielleicht auch ganz wichtig, wenn man mal externe Dienstleister hat, ja, oder die daran arbeiten. Ganz genau, ganz genau. Das so verfährt, ja. Richtig. Jetzt haben wir unsere Ressourcen abgesichert. Wir haben die Leute
darauf berechtigt und so weiter und so fort. Jetzt haben wir 30 Administratoren. Ich habe keine Ahnung, was die da drin schreiben. Die Übersicht kann kein Mensch haben. Und auch da unterstützt mich der Passwortmanager, indem er die Aktivitäten im System mitloggt. Wir unterscheiden dabei zwischen Ressourcenüberwachung, Benutzerüberwachung und Aufgabenüberwachung. Wir können Passwortmanager, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Sie können aus dem Passwortmanager Remote Desktop Sitzungen heraus öffnen, und zwar innerhalb des Browsers. Das kann also der Passwortmanager, Voraussetzung ist HTML5. Und ich kann die Sitzungen aufzeichnen und auf aktive privilegierte Sitzungen kann ich mich auch dazuschalten. Das sind also die vom System gelogten Ereignisse. Und ich kann dieses Ressourcenaudit oder die anderen Auditbereiche ebenfalls nach meinem Geschmack einrichten. Sie sehen, das ist die Liste allein der im Ressourcenaudit möglichen Auditierungen und Events, die ich damit protokolliere. Das ist eine ziemlich lange Liste. Die kann ich auch einkürzen, um bestimmte Ereignisse, die mich halt einfach eben nicht interessieren, herauszunehmen. Bevor Sie hier irgendwo den Haken herausnehmen, unterhalten Sie sich mit Ihrem Sicherheitsbeauftragten, mit Ihrem Qualitätsmanager oder mit Ihrem Revisor. Denn vielleicht legen die ja Wert auf solche Ereignisse, sichern sie sich da also ab. In bestimmten Fällen, wenn ich das im System entsprechend eingerichtet habe, kann ich mich auch bei bestimmten Ereignissen per E-Mail informieren lassen. Das heißt, ich habe hier so eine Art Alarming und wenn hier zum Beispiel irgendjemand ein Konto hinzufügt, dann möchte ich die Benachrichtigung an eine bestimmte Adresse oder mehrere Adressen erfolgen lassen. Das Ganze ist auch für Syslog möglich, das heißt, Sie können diese Ereignisse in einen Syslog-Server übertragen und dann die Events dort vorhalten. Und Sie können bezüglich des Alarmings auch mit SNMP-Traps arbeiten, das heißt, Sie können solche Ereignisse an ein anderes Monitoring-System weitergeben. Damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, das Berichtswesen. Sie können zu den verschiedensten Bereichen Berichte sicherstellen lassen. Sie können die planen und zuschicken lassen. Und Sie können sich mittlerweile auch Berichte selbst erstellen. Auf diese Weise können Sie Momentaufnahmen Ihres Passwortmanagers sich machen lassen, Kennwortkonformität, Richtlinienkonformität. Sie können sich einen Überblick machen über nicht synchronisierte Kennwörter. Ne, kann ja mal passieren, dass diese Passwörter eben nicht synchron sind mit denen, die tatsächlich auf den Ressourcen abgebildet sind. Auch das lässt sich prüfen und vieles, vieles mehr natürlich. Und damit komme ich zu einem brandneuen Feature von Passwortmanager. Der Passwortmanager hat nun die Funktionalität des Key Manager Plus integriert. Und damit können Sie die Zertifikate und SSL-Schlüssel, die Sie in Ihrem Unternehmen verwenden, verwalten. Ich habe das hier im Testsystem nicht, aber ich nehme diese Gelegenheit jetzt mal wahr, um Ihnen einen Dienst quasi des Herstellers zu zeigen. Sie wissen vielleicht schon, dass für jedes Produkt von Manage Engine auch eine 30-Tage-Testversion herunterladbar ist. Wem das in einem ersten Schritt vielleicht etwas zu aufwendig ist oder das Aufbau eines Testnetzes für die ersten Zwecke einfach zu umfangreich ist oder zu kompliziert, der kann sich eine Online-Demo beim Hersteller ansehen, um so das erste Look and Feel zu bekommen. Ich bin jetzt hier bei uns auf der manageengine.de-Seite und gehe jetzt hier auf den Bereich in die Produkte und Lösungen, auf Log-Analyse und Security und habe dann hier den Passwortmanager. Hier haben Sie übrigens auch die Möglichkeit, die Features kurz und knapp sich einzusehen, Editionen nachzulesen und auch Preisauskunft zu bekommen, also den ersten Überblick. Und wenn ich jetzt nach unten scrolle, haben wir hier die Option Live-Demo. Und mit diesem Klick komme ich jetzt auf die Herstellerseite. Sie sehen hier oben Demo Passwortmanager. Und Sie können jetzt hier in unterschiedlichen Rollen sich ins System einwählen. Ich nehme jetzt hier mal den Administrator. Klar, darunter mache ich es nicht. Und bin jetzt auf der Webdemo. Die Webdemo hat nicht den vollen Funktionsumfang, aber Sie können sich
doch einen Überblick verschaffen, was hier so los ist. Und jetzt zeige ich Ihnen noch mal ganz kurz, wo sind die Zertifikate. Das ist hier. Und Sie können also hier sich die Zertifikate auflisten, die bei Ihnen im Unternehmen unterwegs sind. Sie können die auch entsprechend deployen und editieren und natürlich auch löschen. Sie haben die Möglichkeit, Sie können sich hier übrigens auch die Zertifikatshistorie sich ansehen, wenn Sie denn eine hat. Sie können hier CSRs erstellen, wenn Sie eine interne Zertifikatstelle haben oder auch ein Zertifikat bei einem offiziellen Zertifikat, einer Zertifikatautorität beantragen möchten. Also indem Sie es hier erstellen. Also hier, also die üblichen Eingabemöglichkeiten, diesmal ohne Command Shell, je nachdem, welche Tools Sie eben entsprechend verwenden. Sie haben die Möglichkeit, Zertifikate zu erkennen in Ihrem System. Das heißt, Sie können durch Ihr System fräsen, zum Beispiel über eine IP-Address-Range, um zu sehen, ob auf bestimmten Ports irgendwelche Security-Protokolle gefahren werden, hinter denen auch Zertifikate stecken. Sie haben hier die laufenden Zertifikatsanfragen, die Sie sich einsehen können. Hier ist noch einer, der ist open. Und Sie haben die Möglichkeit, Let's Encrypt zu verwenden. Let's Encrypt, weiß ich nicht, ob Sie es kennen. Das ist eine Zertifizierungsstelle, die Ende 2015 in Betrieb gegangen ist und kostenlose X509-Zertifikate für TLS anbietet. Dabei ersetzt ein automatisierter Prozess die bisher gängigen, komplexen, händischen Vorgänge bei der Erstellung, Validierung, Signierung. Das geht ja so weit unter Umständen, dass Sie zum Beispiel über Open-Source-Anwendungen hier tatsächlich schöne, lange Zeichenbefehle, also Befehlszeilen, Entschuldigung, eingeben müssen. Das soll dadurch automatisiert werden und das geht so weit, dass hier diese Zertifikatserneuerung und Vergabe auch tatsächlich automatisiert werden kann, sodass Sie auch da, also unter bestimmten Bedingungen, sodass Sie also auch da entsprechend unterstützt werden. Informieren Sie sich einfach da, dazu gibt es eine entsprechende Webseite, da können Sie nachlesen, was da dahinter steckt. Also diese Möglichkeit besteht hier entsprechend. Ja, und damit haben wir eine weitere Funktionalität im Passwortmanager, die das Paket entsprechend abrundet. Und ja, ich denke, das Produkt dann zu einem wirklich komfortablen Mittel wird, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und für die Sicherheit in Ihrem Netzwerk sorgen kann. Genau, genau. Ja, vielen Dank, Boris. Sehr gerne. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen für sich. Der Boris hat ja schon auch gerade. Ach so, soll ich wieder an dich übergeben, gell? Ja. Wäre nicht schlecht, was? Genau. Genau, gehen wir mal wieder. So, wir waren jetzt eben bei der Demo. Falls Sie Fragen haben, schicken Sie uns die gerne rein. Wir werden der Zeit geschuldet, dann per E-Mail oder telefonisch auf Ihre Fragen eingehen. Lizenzierung haben wir auch schon kurz angesprochen. Wird nach Administratoren, ob man jetzt, also jeder, der ein administratives Recht hat, da gibt es auch Unterlagen dazu, wie man das lizenziert. Es gibt eine Standard, eine Premium, eine Enterprise-Lizenz. Also ab der Premium sind halt dann so die Zwei-Faktor-Authentifizierung oder die App-zu-App Passwortmanagement, solche Dinge sind dabei. Ja, da war mal kurz vorhin nämlich drauf, ne, haben Sie ganz kurz gesehen. Also wenn Sie über die manageengine.de-Seite gehen und dort beim Produkt haben Sie die Auswahlmöglichkeit, sich die Editionen anzusehen, um dort unmittelbar den Funktionsvergleich durchführen zu können. Genau, und die Enterprise hat halt dann auch noch eine REST-API-Integration und noch einige Funktionen mehr. Preise ist ab $695 pro Jahr für die Multilanguage, also für die deutsche Version, für zwei Administratoren. Was wir hier noch sagen, es gibt auch, wenn Sie ein Dienstleister sind und das für Ihre Kunden machen, eine Version, die nennt sich Passwort Manager Pro MSP, Managed Service Provider.
Ja, wir wären dann schon fast am Ende. Ich möchte Sie gerne noch auf die zwei nächsten Webinare hinweisen. Wir machen immer Freitagswebinare, Logdateien für mehr Netzwerksicherheit, systemübergreifend sammeln und analysieren. Da geht es um Eventlogs und Audits, AD-Logs. Und am 23.03., wenn mal was schief geht im Active Directory, wie Sie Ihre Informationen zurückerhalten, Active Directory Backup und Recovery. Und wie schon eingangs erwähnt, laden wir Sie noch gerne ein zu unserem Seminar am 17., 18., 19. April. Das ist übrigens kostenlos und wir würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen würden. Ja, haben wir noch was? Ja, das haben wir schon erwähnt. Da habe ich jetzt das falsche Produkt drin, das macht nichts. Alle Informationen finden Sie eben auf unserer Webseite, die Online-Demo, kostenlose 30-Tage-Lizenz. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach bei uns. Ganz genau. Genau, und in diesem Sinne sagen wir vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wünschen ein schönes Wochenende. Genau, das gleiche von mir. Auf Wiedersehen und ja, machen Sie es gut. Genau.